Grüezi, Servus und Hallo, danke fürs Einschalten und schön, dass ihr dabei seid. Auf dieses Video habe ich mich ganz besonders gefreut, denn die frisch lackierte Haube ist jetzt hier in der Halle zurück, ehrlicherweise schon ein paar Wochen. Und jetzt geht es also effektiv darum, das zu machen, was ich mir eigentlich mit dieser Haube überlegt habe. Mein Dankeschön an euch als Community. Dann erkläre ich euch kurz, was jetzt hier der Plan ist. Dennis und ich werden die jetzt noch mal einmal kurz richtig schön aufpolieren. Und danach hatte ich euch ja versprochen, ich überlege mir was, wie jeder einzelne von euch, der hier für Project X, für die Halle als Unterstützung gespendet hat, in dieser Halle dann auch dauerhaft verewigt ist. Und deswegen werde ich die Vornamen von allen, die gespendet haben, hier auf diese Haube draufschreiben. Nur die Vornamen deswegen, damit das auch hier anonym und datenschutzrechtlich konform ist. Und danach werden wir die Haube hier in der Halle an die Wand hängen, sodass ihr dann, wie gesagt, immer bei uns mit dabei seid. Aber wir haben uns noch was Zusätzliches überlegt, damit die Haube nicht nur einen dekorativen Effekt hat, sondern auch einen nützlichen Effekt. Hier unten werden wir vier Bereiche abkleben und dann werden wir hier vier verschiedene Lackdefekte künstlich erzeugen. Einmal Waschswirls, einmal Hologramme, einmal Kratzer und dann am Ende noch eine Orangenhaut bzw. die Orangenhautentfernung. Denn diese vier Felder werden wir noch halbieren und die Defekte dann jeweils beheben, sofern sie behebbar sind, Stichwort Kratzer. So haben wir dann hier bei uns in der Halle an der Wand eine schöne Fläche, auf der wir demonstrieren können, welche Lackdefekte gibt es überhaupt, welche kann man durch Polieren, durch Kratzer entfernen, durch Defektkorrektur überhaupt noch korrigieren, was dann, denke ich, für das eine oder andere Video oder auch für den einen oder anderen Community-Besuch hier durchaus spannend sein könnte. Und dann würde ich jetzt sagen, verlieren wir nicht mehr allzu viele Worte. Ihr seid im Zeitraffer natürlich, weil sonst dauert das viel zu lange jetzt dabei, wenn wir an der Haube hier arbeiten. Zeige ich euch jetzt hier unten noch schnell, was wir da vorbereitet haben, weil, wie gesagt, die Haube ist einerseits ein großes Dankeschön an euch, an jeden, der gespendet hat. Es ist auch jetzt jeder einzelne Name da. Wir haben auch den ganzen Platz schön gebraucht und auch hier an dieser Stelle nochmal ein großes Danke an MTS, Maguires, Belfer und PPG, gerade an den Adi, der mir hier geholfen hat, diese Haube hier
zu lackieren, ja, beziehungsweise ich habe ihm geholfen, die Haube zu lackieren, sowas richtig. Also hier unten, damit sie eben auch einen funktionalen Zweck erfüllt und nicht nur ein Dekostück ist, haben wir jetzt diese verschiedenen Lackdefekte reingehauen, aber wir haben noch ein bisschen mehr gemacht, weil ihr habt ja gesehen, ich habe die Haube dann auch nochmal schön mit dem HB Source Wachs, das die 50.000 Abonnenten von Xaron FR gefeiert hat, einmal versiegelt. Und da sieht man jetzt auch schön den Unterschied von gewachst zu nicht gewachst. Deswegen haben wir hier das auch noch beschriftet. Dann seht ihr hier die Hologramme, die Dennis kunstvoll in den Lack reingehauen hat. Hier mit der Scangrip. Ja, jetzt seht ihr sie. Wunderbar. Schaut euch mal an. Das ist fast schon Kunst, würde ich sagen. Das hat er gut gemacht. Und dann kann man eben auch Leuten erklären, was der Unterschied zwischen dem Hologramm und einem Swirl ist, weil das haben wir dann mit dem Topfschwamm gemacht und daneben auch gleich immer die korrigierte Variante. Dann kann man da schon mal zeigen, was das ist. Dann haben wir hier Kratzer und hier eben schön seht ihr, oben sind Kratzer, die man noch rausbekommt. Das müsste jetzt dann sein, genau. Hier sind sie draußen, hier sind sie drin und da unten haben wir einen Kratzer, den man nicht mehr rausbekommt, den man aber in dem Sinn glätten kann, weil ihr seht relativ deutlich, hier bis und mit da ist er ziemlich weiß und da wurde die weiße Färbung reduziert, aber der Kratzer ist nicht entfernt worden, weil das geht nicht mehr, wenn er dann mal bis zur Grundierung unten ist. Und da rechts daneben hatte Dennis eine sehr, sehr gute Idee. Wir haben die Orangenhautreduktion hier gemacht. Ich hoffe, man sieht auch, wie sich Dennis hier spiegelt, das ist schön. Ich hoffe, das sieht man, vielleicht kriege ich es auch eingefangen. Ihr seht, wunderschöne, glasklare Reflexion und wenn man dann nach oben geht, ja, nimmt sie ein bisschen ab und das ist eben die Orangenhautreduktion. Darunter durfte Dennis dann noch eine Keramik auftragen. Da sieht man so ein ganz kleines bisschen im hellen Licht. Ja, jetzt sieht man es. Also da sieht man auch, dass eine Keramik vor allem eben die Lackoberfläche glättet, indem sie so eine zusätzliche Schicht erzeugt. Das sieht man auch sehr schön, aber Dennis' eigentliche Idee, die gute war, dass wir hier verschiedene Schleifspuren eben noch reingemacht haben. Einmal 1200, einmal 1500, 2000 und 3000er Körnung, weil auch so kann man wieder erklären den Unterschied zwischen Lackdefekten in welcher Körnung, weil ja gerade bei Polituren immer mit diesen Körnungen und diesen Körnungsangaben gearbeitet wird. Und dann kann man so eben zeigen, was man noch rauskriegt und dann nicht rauskriegt. Oder dass man hier dann eben eine Cutting-Politur braucht und hier reicht eine Finish-Politur. Weil der Lackdefekt in dem Sinn ist hier unten nicht ganz so gravierend, wie es hier oben ist. Und damit haben wir hier jetzt wirklich eine schöne Fläche, wo wir sowas dann erklären können, wenn man Community-Mitglied zu Besuch ist, wenn jemand polieren lernen möchte und so weiter. Und damit erfüllt sie auch einen funktionalen Zweck. Also ihr seht, die Haube hängt. Mein Dankeschön an alle von euch, die gespendet haben. An dieser Stelle nochmal ein riesengroßes Dankeschön für die Unterstützung. Ihr wisst und ihr bekommt es sicher mit, es ist manchmal nicht ganz einfach als YouTuber oder als jemand, der solche Videos erstellt. Aber in solchen Momenten denke ich mir dann jedes Mal, ich mache die Videos für euch. Ihr habt diese Halle hier mit unterstützt, ihr habt das hier ermöglicht und ihr habt damit auch jedes einzelne Video, das wir hier drin drehen, das ich für euch produziere, mit ermöglicht. Und das ist es auch, was mich weiter motiviert, diese Videos für euch zu machen. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank an euch. Vielen Dank auch an MTS, Meguiars, Belfer und PPG, die das hier ermöglicht haben, die vor allem diese Lackierung hier möglich gemacht haben. Vielen Dank an den Dennis, der steht da hinten, der hat mir geholfen, das jetzt hier vorzubereiten und aufzuhängen für euch. Und dann hoffe ich, dass ihr Freude habt, dass ihr jetzt wie versprochen ein integraler Bestandteil dieser Halle seid, dass jeder Einzelne von euch, der gespendet hat, hier dabei ist und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Servus! We'll be right back.